Und wir sind wieder bei der Landespressekonferenz hier im, in der Staatskanzlei. Auf dem Podium Platz genommen hat in Vertretung von Frau Köpping die Staatsministerin im Sozial- und Gesundheitsministerium, Frau Dagmar Neukirch, nebst ihrer Sprecherin Juliane Morgenroth. Und ganz links sitzt auch noch der Regierungssprecher die ganze Zeit und passt auf, dass alles klar geht. Wir können anfangen. Los geht's. Ja, schönen guten Tag. Das Kabinett hat sich heute in der Kabinettssitzung auch wieder mit der Lage zu Corona und mit den weiteren Maßnahmen der sächsischen Staatsregierung zum Thema Corona-Schutzverordnung beschäftigt. Hintergrund ist ja die in dieser Woche stattfindende Änderung des IFSG, die uns eine neue Rechtsgrundlage ab der nächsten Woche beschert und wir uns deshalb mit der Rechtsverordnung beschäftigen müssen. Ich würde kurz am Anfang mal die Zahlen zur aktuellen Lage und eine Einschätzung kurz bringen. Wir haben ja bundesweit, auch in Sachsen, leider wieder sehr stark ansteigende Zahlen. Die Inzidenz heute von 1834 bringt Sachsen bundesweit im Vergleich auf Platz 7. Ich habe gerade auch die aktuellen Fallzahlen des heutigen Tages bekommen. Es sind wieder mit 13.889 Fällen wieder eine sehr hohe Anzahl an neuen Fällen, die wir heute feststellen müssen, und auch wieder 20 Tote zum heutigen Tag. Also das Infektionsgeschehen ist nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau. Glücklicherweise führt das derzeit nicht dazu, dass insbesondere die Intensivstationen überlastet sind. Wir hatten zum heutigen Tag gemeldet 1312 belegte Normalbetten und 171 belegte ITS-Betten. Da zum Hintergrund ist vielleicht zu sagen, wir haben ja jetzt öfter uns auch mit unseren Krankenhauskoordinatoren und mit den medizinischen Fachleuten ausgetauscht, dass derzeit im Durchschnitt ungefähr um die 60% der Menschen auf Normalstationen wegen Corona auf Normalstationen liegen, die übrige Anzahl mit Corona, also mit einer anderen Erkrankung ins Krankenhaus gekommen ist, aber eben Corona positiv getestet worden sind. Das ist eine Durchschnittszahl, das ist in der einen oder anderen Klinik mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Was uns aber alle zurückmelden, ist, dass die sehr, sehr schweren Omikron-Fälle auf ITS-Stationen eher die Ausnahme sind. Also auf ITS-Stationen werden vorrangig noch Delta-Fälle behandelt und da finden sich die sehr schweren Erkrankungen, sodass wir derzeit eben feststellen, dass noch keine Überlastung des Gesundheitswesens an der Stelle zu verzeichnen ist. Wir haben eine andere Auswirkung der Omikron-Welle, der hohen Fallzahlen in Bezug auf die Ausfälle des Personals. Das ist ja das, wo der Expertenrat schon vor der Omikron-Welle vorgewarnt hatte, dass eben durch die hohen Infektionszahlen insbesondere dass die Kritisbereiche in Gefahr kommen, weil eben das Personal in Größenordnungen ausfällt. Und das melden uns die Krankenhauskoordinatoren auch für Sachsen aktuell sehr dringend. Deshalb gibt es auch die Empfehlung, weiter Maßnahmen vorbeugend zu treffen, auch für Sachsen. Kurz zum Impfen, die Zahlen, die normalen Impfzahlen steigen relativ langsam. Also steigen ist da schon eher ein optimistisches Verb, glaube ich. Wir sind im Durchschnitt bei doppelt geimpft 64,3% der Bevölkerung in Sachsen und dreimal geimpft 47,2. Etwas besser sieht es aus bei den über 60-Jährigen. Das ist ja die vor allem vulnerabel bedrohte Risikogruppe, da sind wir bei 82,6% der Menschen doppelt geimpft und 69,2% der Menschen geboostert. Will an der Stelle kurz machen, wir haben ja jeden Monat einmal die Meldung aus dem stationären und ambulanten Pflegebereich, was das Personal angeht. Das ist ja jetzt durch die einrichtungsbezogene Impfpflicht auch interessant, da zu schauen. Wir haben im Januar gemeldet bekommen und im Vergleich dazu jetzt wieder gemeldet bekommen, einen Anstieg in der stationären Pflege von 9,4% in der doppelten Impfquote zu verzeichnen, was sehr positiv ist, inklusive der dort auch genesenen, aktuell genesenen Beschäftigten kommen wir da auf eine Schutzquote von 81,8% derzeit. In der ambulanten Pflege ist es etwas niedriger, da haben wir einen Zuwachs von 2% zu verzeichnen und inklusive der genesenen Beschäftigten zu den doppelt Geimpften haben wir dort eine Quote von 77,5%. Aber es ist
dem Ausgangspunkt Anfang des Jahres waren wir bei knapp 60% der geimpften Beschäftigten im Pflegebereich doch schon eine positive Entwicklung. Da bin ich beim letzten Punkt der Zahlen. Wir haben nach wie vor auf hohem Niveau, zum Glück leicht sinkend, betroffene Alten- und Pflegeheime. 187 Pflegeeinrichtungen haben uns positive Corona-Fälle gemeldet und da insbesondere 300 infizierte Beschäftigte und 930 infizierte Bewohner. Der letzte Punkt macht uns natürlich große Sorgen, weil auch wenn Omikron nicht so schwere Verläufe nach sich zieht im hohen Alter, ist es natürlich nach wie vor eine lebensbedrohliche Erkrankung. So viel vielleicht zur Lage, die dann direkt dazu führt, dass das Kabinett sich auf der Grundlage des neuen IFSG damit beschäftigt hat, was für Möglichkeiten bestehen. Das IFSG gibt uns nach derzeitigem Stand, alle wissen, es war gestern die Anhörung, es kann auch noch Änderungen geben, aber nach derzeitigem Stand haben wir drei Handlungsoptionen. Die eine, die wir wahrscheinlich auch für Sachsen oder die wir in Sachsen auch vorschlagen werden, ist die Verlängerungsoption. Zu der komme ich dann noch. Die zweite Variante sind die sogenannten Basisschutzmaßnahmen, die dann in Anführungszeichen nur noch erlauben, Maske- und Testverpflichtungen für besondere Einrichtungen, also einrichtungsbezogene Masken- und Testverpflichtungen uns vorzusehen, insbesondere für Gesundheitssozialeinrichtungen. Die Maske auch noch für den ÖPNV und das Testen auch noch für andere Gemeinschaftseinrichtungen, inklusive Schulen, Kitas, JVA und so weiter. Und die dritte Option ist, dass der Sächsische Landtag die epidemische Lage feststellt und uns dann wieder einen größeren Handlungskatalog, insbesondere Zugangsbeschränkungen über 2G, 3G und so zur Verfügung stellt. Wir haben heute im Kabinett besprochen, dass wir eine Verlängerung unserer jetzigen Corona-Schutzverordnung vorschlagen. Allerdings haben wir nach dem neuen IFSG nicht mehr komplett alle Maßnahmen, die die jetzige Corona-Schutzverordnung vorsieht, zur Wahl, sondern dürfen insbesondere keine privaten Kontaktbeschränkungen mehr vorsehen. Wir dürfen keine pauschalen Kapazitätsbeschränkungen für Veranstaltungen und Sonstiges mehr vorsehen. Und wir dürfen auch bei Versammlungen keine Einschränkungen mehr vorsehen. Das führt dann dazu, dass wir empfohlen haben, bei den Basismaßnahmen, die ich gerade genannt habe, natürlich zu bleiben, also den Schutz von besonderen Einrichtungen. Wir wollen die FFP2-Maskenpflicht vor allem in Innenräumen weiter aufrechterhalten. Das IFSG neu sieht jetzt vor, dass das Abstandsgebot insbesondere in öffentlich zugänglichen Innenbereichen umgesetzt wird. Auch das wollen wir mit der neuen Verordnung verankern. Wir wollen die Zugangsbeschränkung so weit wie möglich von der jetzigen Verordnung auch in der neuen Verordnung beibehalten. Und natürlich gibt es nach wie vor die Möglichkeit, Hygienekonzepte zu beauflagen. Ich würde jetzt kurz, damit es dann konkret wird, die einzelnen Bereiche nach unserer Verordnung mal durchgehen und einfach übersichtlicher, glaube ich, wenn ich dazu sage, was dann in dem jeweiligen Bereich gelten soll. Also bei der Maskenpflicht habe ich schon gesagt, für Innenbereiche der Grundsatz FFP2-Maskenpflicht mit den derzeitig schon vorgesehenen Ausnahmen für Kinder oder aber in Diskotheken, Bars, Clubs unter besonderen Voraussetzungen. Da ist ja die 2G-Plus-Regelung, die soll auch aufrechterhalten werden. Das ist noch ein Bereich, den wir etwas strenger beauflagen wollen. Dann hatten wir die Ausnahme am eigenen Platz in Kultur, Sport- und Freizeiteinrichtungen und bei Veranstaltungen, wenn der Mindestabstand eingehalten wird und wenn natürlich Gründe vorliegen, dass man keine Maske tragen kann, also nach Attest und so. Das waren die bisherigen Ausnahmen, die bleiben auch. Für öffentlich zugängliche Außenbereiche werden wir eine Empfehlung aussprechen, dass bei Veranstaltungen, wo viele Menschen zusammenkommen, empfohlen wird, einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wenn eben der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Bei Zusammenkünften habe ich schon gesagt, der Bereich private Zusammenkünfte mit Kontaktbeschränkung entfällt, weil wir da keine Rechtsgrundlage mehr haben werden. Wir werden beibehalten die Regelung an der Stelle für Beerdigung und Eheschließung, das heißt 3G und in Innenräumen FFP2-Maskenpflicht. Das 3G für Gremiensitzungen in dem Zusammenhang entfällt, weil auch da die Rechtsgrundlage mit dem IFSG entfällt. Da bleibt es bei der FFP2-Maskenpflicht.
Für den Einzelhandel bleibt es bei den Regelungen FFP2-Maskenpflicht, da hatten wir ja schon keine G-Regelung mehr. Im ÖPNV entfällt die Rechtsgrundlage für 3G, da bleibt es bei der FFP2-Maskenpflicht. Bei den körpernahen Dienstleistungen bleiben wir bei 3G und FFP2-Maskenpflicht. In der Gastronomie soll es bei 3G und der Maskenpflicht FFP2 bleiben. Beim Sport in Innensportanlagen ebenfalls das 3G und die Maskenpflicht. Allerdings die Maskenpflicht nicht bei der Sportausübung, sondern nur für Besuchereltern, was weiß ich, die in der Turnhalle dann die Kinder abgeben oder eben nur zugucken wollen. Bei Kulturfreizeit und Sportveranstaltungen gibt es jetzt eine größere Änderung, weil dort entfällt ja die Beauflagung von pauschalen Kapazitätseinschränkungen. Und da hatten wir ja an diese Kapazitätseinschränkung bestimmte Bedingungen geknüpft. Deshalb müssen wir hier ein bisschen neu sortieren. Hier ist jetzt die Regel, dass es unabhängig von der Personenzahl, also unter über 1000 war bisher die Regel, unabhängig davon, gibt es jetzt innen und außen 3G. Im Innenbereich zusätzlich ein Optionsmodell. Das heißt, wenn der Abstand eingehalten werden kann, darf am Platz weiterhin die Maske abgesetzt werden. Wenn aber die Abstandsregelungen nicht eingehalten werden, weil eben mehr Menschen auch den Zugang wieder erhalten sollen, dann wird die Maskenpflicht in Innenräumen aber wieder vorgeschrieben. Das ist quasi die Option für Veranstaltungsbetreiber für die nächsten 2 Wochen. In den weiteren Bereichen Kultur- und Freizeiteinrichtungen, also Bibliotheken, Museen, bleibt es bei 3G und FFP2-Maskenpflicht. Diskotheken, Clubs, Bars hatte ich gesagt, da bleiben wir bei 2G+, weil dort ja, wenn dann keine Kapazitätsbeschränkung sind, kein Abstand und beim Tanzen auch keine Maske, wollen wir dort noch ein hohes Sicherungsniveau beibehalten. In Freizeiteinrichtungen sonstigen wie Bäder und Saunen bleibt es auch bei 3G und der FFP2-Maskenpflicht. Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen bleibt es ebenfalls bei den derzeitigen Regelungen. Bei der Beherbergung, Hotels ebenfalls 3G bei Anreise und Maskenpflicht, Tourismus und die ganzen touristischen Bus- und Bahnfahrten auch 3G und Maskenpflicht. Die außerschulische Bildung, Ausfort, Weiterbildung, Kunst, Musik, Tanzschulen bleibt auch bei 3G und der Maskenpflicht. Die Regelung zum Versammlung entfallen. Messen und Kongresse bleibt bei 3G und der Maskenpflicht. Und bei der Prostitution, die einzeln aufgezählt ist, bleibt es bei 2G+ und der Maskenpflicht. Also wir werden soweit, na, haben Sie ja jetzt gemerkt, die vorhandenen Maßnahmen weiter bis zum 2. April durchführen mit diesen genannten Änderungen, insbesondere bei den Veranstaltungen. Es wird wieder möglich sein, dass die Auslastung eben, dass eine volle Auslastung da ist. Und deshalb die Empfehlung für die Außenbereiche für Maske, wenn kein Abstand, und die Verpflichtung zur Maske für die Innenbereiche. Das ist übrigens auch das, was wir in der letzten Woche mit unseren medizinischen Fachleuten, den Infektiologen, den Koordinatoren besprochen haben, die uns wirklich dringend darum gebeten haben, in Innenräumen bei einer relativ strengen Maskenpflicht zu bleiben, weil sich die Maske als Instrument sehr bewährt hat. Und zum Schluss kurz noch, wie das jetzt weitergeht in dieser Woche. Bei uns wird jetzt gerade auf dieser Grundlage die Rechtsverordnung erstellt. Dann gibt es heute hoffentlich noch im Laufe des Tages eine neue Fassung oder Information zum Infektionsschutzgesetz des Bundes nach der Anhörung von gestern. Da müssen wir auch noch mal reinschauen. Und am 17. März soll dann das Kabinett im Rahmen eines Umlaufbeschlusses dieser Verordnung dann zustimmen. Dann wird die Verordnung am 18. März in Kraft treten, weil das Infektionsschutzgesetz, wenn es denn auch am 18.03. in Kraft tritt, nur Regelungen verlängern lässt, die es vorher schon gab. Deshalb an der Stelle das frühzeitigere Inkrafttreten der neuen Verordnung als geplant. Es wird dann aber nochmal einen formellen Änderungsbeschluss der Rechtsverordnung geben am 19. März, weil wir schlicht und ergreifend die Eingangsformel und das Datum des dann in Kraft getretenen IFSG noch nachkorrigieren müssen. Also nicht wundern, da gibt es noch mal eine Änderungsverordnung, die aber keinerlei inhaltlichen Änderungen vorsieht, sondern nur die Eingangsformel. Ich sage das nur dezidiert, weil dann steht wieder auf der Internetseite Änderungsverordnung und alle denken, es hat sich inhaltlich etwas geändert. Das ist derzeit der Plan und dem geschuldet, wie das Infektionsschutzgesetz jetzt in Berlin diese Woche noch weitergeht. Damit wäre ich einmal
durch. Ja, danke, Frau Neukirch. Fragen aus der Runde. Andreas Debski, Leipziger Volkszeitung. Und dann Tino Moritz. Am 4. gilt die Verordnung. Und wird es am Donnerstag nochmal Info geben, eine KPK oder was? Ja, okay. Tino. Was war so viel? Genau, aber ich verkappe es, indem ich noch was anderes stelle, was ich definitiv noch nicht gesagt habe. Die Beschränkung, die Kapazitätsbeschränkung bei Veranstaltungen, gibt es die noch? Das ist die Frage, die Sie möglicherweise ja schon beantwortet haben und ich habe nicht richtig zugehört. Und das, das Zweite ist, diese, wie hieß die, Überlastungsstufe bei Krankenhäusern. Nun haben wir ja das neue Infektionsschutzgesetz, ja? Von der haben Sie ja nicht gesprochen gerade, diese 1300 Betten und bei Normalbetten. Gibt es da irgendeine, ein Paragraphen in dem Gesetz? Ist es, bislang war das so, aktuell ist es so, dass man sich weitere Maßnahmen vorbehält. Das ist, glaube ich, die aktuelle Corona-Verordnung. Da steht das so im Eingangsdings. Wie geht man damit um mit so einer? Oder erwarten Sie einfach in 14 Tagen, eben, was Sie eingangs gesagt haben, nur eine Überlastung, aber nicht durch Omikron und dementsprechend nicht mit den Auswirkungen, die Sie eigentlich mal angedacht hatten? Erstmal noch 2. April ist richtig, hatte ich jetzt bei der bei den Daten vergessen. Kapazitätsbeschränkung pauschaler Art gibt es nicht mehr. Es ist aber indirekt natürlich eine Kapazitätsbeschränkung, wenn ich das Abstandsgebot verpflichte. Na, wenn ich einen speziellen Abstand vorschreibe, 1,50 Meter in einem Kinosaal, habe ich dann eben weniger Menschen, die rein können. Und deshalb diese Option. Wenn ich auf den Abstand verzichte, dass dann eben Maske getragen werden muss. Und also da kann es schon zu Kapazitätseinschränkungen kommen, aber eben nicht mehr pauschal. Das ist der Unterschied. Und bei der Überlaststufe ja mit diesen 1300 Betten insbesondere, haben wir im Prinzip jetzt auch länger mit unseren Krankenhauskoordinatoren gesprochen, weil wir haben die uns ja nicht ausgedacht, sondern die wurden uns ja von unserem Prognosetool-Fachleuten immer auch errechnet. Und da ist jetzt das Problem, dass bisher war es so, dass 1300 belegte Normalbetten in der Folge 2-3 Wochen später so und so eine Anzahl ITS-Betten nach sich zogen. Und diesen Zusammenhang gibt es schlicht und ergreifend bei Omikron nicht mehr. Deshalb ist die Bewertung der Normalbettenbelegung eine relativ schwierige. Wir haben mit den Koordinatoren noch nicht eine neue Zahl identifiziert, die eben diesen Zusammenhang wirklich auch untersetzt mit validen Daten aus den Häusern jetzt irgendwie ersetzen könnte. Deshalb ist für uns nach wie vor maßgeblich die ITS-Belegung, also die 420, weil das ist nun mal der Punkt, an dem unser Gesundheitswesen wirklich am empfindlichsten ist, weil das viel Personal bindet und viel Kapazität dann letzten Endes für eine gesamte Klinik bindet. Deshalb haben wir die jetzt noch nicht als Voraussetzung, dass wieder irgendwie verschärft wird, genommen, weil uns schlicht und ergreifend eine willkürlich gesetzte neue Zahl uns ja auch nicht so viel hilft. Was wir in dieser Woche noch machen werden, ist, dass wir noch mal Rücksprache halten, auch mit unseren Fachleuten, ob wir uns da auf eine neue Zahl irgendwie verständigen können. Wenn das IFSG so bleibt, müssen wir ja Kriterien entwickeln. Und auch bei der Inzidenz ist es ja derzeit nicht ganz so linear ableitbar, wie viel von den Infizierten tatsächlich dann auf Normalstationen und eben auf ITS landen. Das macht den Umgang jetzt mit dieser Omikronwelle relativ schwierig für diese Prognosen, sage ich mal so. Das Prognosetool sagt uns jetzt für die nächsten 2 Wochen wieder leicht steigende Normalbettenbelegung voraus, allerdings im ITS-Bereich leicht sinkende Zahlen. Und das müssen wir irgendwie übereinbekommen, um dann eben auch eine fundierte Aussage treffen zu können, ob wir beispielsweise auch dem Sächsischen Landtag empfehlen sollten, die epidemische Lage auszurufen. Das steht jetzt in dieser Woche aus, dass wir uns sowohl mit unseren Fachleuten austauschen, als eben auch mit den anderen Bundesländern. Da gibt es ja jetzt auch sehr viel Kommunikation zwischen den Ländern, dass man doch trotz dieser unterschiedlichen Möglichkeiten sich halbwegs, die Infektionslagen sind ähnlich in den Ländern, es steigt überall, dass man sich abspricht, wie man jetzt damit umgeht. Dann habe ich Jörg Schurich als Nächsten auf der Rednerliste. Habe ich das richtig herausgehört, dass es das noch nicht feststeht für Sie, wie es eigentlich nach dem 2. weitergeht, weil Sie auf diese Bundesgesetzgebung, Infektionsschutzgesetz warten? Ist das so korrekt?
Also einerseits warten wir jetzt auf die endgültige Gesetzeslage, Infektionsschutzgesetz. Gerade das Thema Masken in Innenräumen ist da ja auch noch umstritten. Also war ja in der Anhörung gestern auch ein Punkt, wenn das IFSG da an der Stelle nachschärft, ändert sich ja das, was wir als Basispaket weiterhin machen können, dieses Basisschutzpaket. Und dann hängt davon wiederum ab, was wir als Basis machen können, ob wir Sachen brauchen, Maßnahmen brauchen, die darüber hinausgehen, zu denen wir dann die EP-Lage bräuchten. Da das alles noch im Grundsatz noch etwas offen ist, ist es auch sehr schwierig jetzt zu sagen, in die und die Richtung geht das. Auf jeden Fall wird es Basisschutzmaßnahmen geben, weil natürlich Hygienekonzepte und die Möglichkeiten, die wir noch haben, Maskenpflichten dann beispielsweise im ÖPNV oder in Gesundheits- und Sozialeinrichtungen, also in den vulnerablen Einrichtungen, da denke ich schon, dass wir da noch eine Weile dran festhalten werden. Aber ob darüber hinaus eine EP-Lage erforderlich ist, hängt eben davon auch ab, was jetzt im IFSG noch verankert wird als Basismaßnahmen, ob es da noch Bewegung gibt. Und was uns dann eben, was ich gerade erläutert habe, auch unsere Fachleute hier vor Ort eben auch mitgeben. Sache Veranstaltungen ohne Kapazitätsbeschränkung. Tino Moritz hat ja schon nachgefragt. Jetzt mal auf den konkreten Fall bezogen. Das würde bedeuten jetzt bei im Stadion von Dynamo Dresden volle Auslastung, da aber kein Abstand eingehalten werden kann von 1,50, gerade im K-Block, müssten die da alle Maske tragen. Ja? Die Maskenverpflichtung gilt nur für Innenräume. Im Außenbereich machen wir eine dringende Empfehlung. Ja, das ist eben jetzt im neuen IFSG, ist das vorrangig für öffentlich zugängliche Innenbereiche vorgesehen, nicht für die Außenbereiche. Das kann ausverkauft werden. Unter 3G wollen wir das jetzt machen. Fertig, Jörg? Dann, ja. Dann der Kai Kollenberg. Frau Neuk, ich habe noch mal eine Frage. Sie sprachen ja schon an, dass man den Landtag bitten könnte, die epidemische Lage sozusagen auszurufen. Richtig verstanden, dass man darüber diese Woche entscheidet und gegebenenfalls dann vielleicht sogar schon nächste Woche, passend zum Plenartagen, den Landtag dann damit beauftragt und darum bittet? Also wir werden uns in dieser Woche damit beschäftigen, hatte ich gesagt, die Rücksprachen halten mit unseren Experten nochmal, weil es hängt ja auch davon ab, ob wir uns auf einen Indikator einigen können. Ne? Weil ohne so etwas ist es natürlich für den Sächsischen Landtag auch schwierig, die Lage einzuschätzen. Und ob das jetzt diese Woche schon oder erst, das kann ich jetzt nicht sagen. Kann ich dazu eine Nachfrage, genau. Auf den Indikator mit den anderen Bundesländern oder innerhalb der sächsischen Regierung? Also den Bettenindikator haben wir ja immer mit unseren Krankenhauskoordinatoren und mit unseren medizinischen Beratern hier vor allem in Sachsen gemacht. Deshalb sind das natürlich auch unsere ersten Ansprechpartner. Jetzt, weil es nützt ja jetzt auch niemandem was, wenn wir uns jetzt eine Zahl ausdenken und dann in den Krankenhäusern ein anderes Geschehen ist. Also wir müssen uns da eng abstimmen mit dem tatsächlichen Belastungsgeschehen und Infektionsgeschehen in unseren medizinischen Einrichtungen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir auch nochmal versuchen wollen, über eine Art Modellierung uns einen Ausblick zu verschaffen, was die Inzidenzen angeht, was die Infektionszahlen angeht. Da werden wir auch nochmal mit den entsprechenden Fachleuten für diese Modellierung Rücksprache halten und natürlich dann auch nochmal mit den Infektiologen, die uns dann auf der Grundlage nochmal Empfehlungen geben. Also so bauen wir das ja immer auf und die Absprachen mit den anderen Bundesländern, vielleicht hat da jemand schon eine Modellierung oder so, also das ist eher ein Austausch, dass man sich da gemeinsam auf den Weg macht. Andreas Stepski, der Nächste auf der Liste. Inwieweit können Sie trotzdem, bei allem, was Sie bisher gesagt hatten, zu EP etc., Hoffnung machen, dass der dritte Vierte der Friedenssee in Sachsen wird? Also grundsätzlich mache ich gerne Hoffnung. Vielleicht kann man an der Stelle einfach auch nochmal einen Appell an die Bürgerinnen und Bürger richten, wirklich die Eigenverantwortung sehr ernst zu nehmen. Auch wenn man keine Maske mehr tragen muss, ist das ein sehr gutes Instrument zum Selbstschutz und kann auch getragen werden, ohne dass es verpflichtet vorgeschrieben ist. Und auch die Impfung ist nach wie vor wirklich nur zu empfehlen, weil letzten Endes geht es ja auch darum,
dass wir alle uns selber auch vor so einer schweren Erkrankung schützen wollen. Auch wenn das heißt, jetzt Omikron ist jetzt nur mit leichten Symptomen, es ist trotzdem nicht empfehlenswert, so eine Erkrankung durchmachen zu müssen, ohne eben Schutz zu haben. Das weiß keiner, wie sein Immunsystem oder wie man da gewappnet ist. Deshalb die dringende Empfehlung, wirklich die Eigenverantwortung ernst zu nehmen, nochmal zu schauen, sich vielleicht doch impfen zu lassen, sich boostern zu lassen und eben zur Maske zu greifen, wenn man irgendwo hingeht, wo viele Menschen unterwegs sind. Wenn das passiert, dann mache ich gerne mehr Hoffnung. Aber es ist natürlich so, bei diesem hohen Infektionsgeschehen ist der kleine Wermutstropfen, was ich vorhin gesagt habe, bei so vielen Fällen bekommen sie halt das Virus nicht aus den vulnerablen Einrichtungen raus. Und fast 200 betroffene Pflegeheime wieder mit 900 infizierten Bewohnern, das ist eben ja die Zielgruppe, die wir vor allem schützen müssen. Und das war in der ersten Welle so und in der zweiten, das war in jeder Welle so, wenn das Infektionsgeschehen ein bestimmtes Ausmaß erreicht hat, kriegen wir diese Einrichtung nicht mehr wirklich geschützt, weil natürlich die Menschen auch integriert sein müssen ins gesellschaftliche Leben. Man möge mir verzeihen, dass ich den Namen gerade nicht parat habe, die Kollegin vorne links. Ich hatte eine Nachfrage zu den Schulen, nämlich, und verstehe ich das richtig, dass damit auch die Regelungen unverändert bestehen bleiben, gerade wegen den Quarantäneregelungen. Es gibt ja jetzt viele Kinder, die das zweite Mal in einem Schuljahr in Quarantäne sind, viel Schulstoff verpassen. Bleibt das also so, wie Kann ich kurz was sagen? Das Kultusministerium hat, glaube ich, eine Pressemitteilung vorhin dazu rausgegeben, zu der Regelung, die heute auch Thema gewesen ist. Punkte werden ja sein, dass die heute wegfällt, dann die Fortführung des Testregimes zwar stattfindet, aber auch der Wegfall der Maskenpflicht. Aber das ist eine umfangreiche Pressemitteilung rausgegangen. Weitere Fragen zum Thema Eckpunkte der Corona-Schutzverordnung? Nein, dann haben wir es für heute, glaube ich, oder? Frau Neukirch, ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Ausführungen und wünsche allen uns noch einen schönen Tag. Ciao.